Hallo und herzlich willkommen. Dann noch eine Runde. Ich glaube, ihr habt schon genug gehabt, Wohlwolf. Vielleicht solltet ihr lieber nach Hause gehen. Blöde Echse. Ich sagte doch, ihr sollt mir noch was zu trinken bringen, sonst lasse ich euch köpfen. Wie ihr meint. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Survive Skyrim. Ich glaube, ihr habt schon genug gehabt. Hier in der Taverne ist ja einiges los, wenn ich das mal so sagen darf. Blöde Hexe, ich sagte doch, ihr sollt mir noch was zu trinken bringen, sonst lasse ich... Hallöchen! Wenn ihr Münzen dabei habt, seid ihr hier willkommen. Andernfalls solltet ihr gehen. Sag mal, gibt's hier so irgendetwas Neues, was man vielleicht wissen müsste, könnte? Die Diebesgilde bemüht sich nach Kräften in dieser Stadt wieder Fuß zu fassen. Doch Gerüchten zufolge zerfällt sie von innen heraus. Das ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Was hast du denn so anzubieten? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Solange du mir nicht gleich mit deiner Schlangenfresse den Kopf abbeißt, ist ja noch alles gut. Was hast du denn so an Essen? Hey, hallo, ich hab drauf gedrückt. Werft einen Blick darauf. Das war eine Frechheit. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ja. Oh, Hallöchen. Aha. River Water, ja. Ja, nicht schlecht. Ich wollte aber nur mal reingucken. Schau doch mal wieder vorbei. So, warte mal. Welchen Typen habe ich denn noch mal am Ende der letzten Folge irgendwie verfolgt? Sitzt der hier vielleicht irgendwie? Wer bist du hier eigentlich? Im Bienenstich, mein Herr. Ach, Moment. Lasst mit dir rede ich später. Ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten anbieten darf. Aha. Kann ich etwas für euch tun? Was sind das für Getränkespezialitäten? Drei, um genau zu sein. Meine eigenen Rezepte stammen noch aus meiner Zeit als Barmann in Gideon. Das erste... Samtweicher Lechance ist eine Mischung aus Brombeere, Honig, Würzwein und einem Hauch Tollkirsche. Gänzlich ungefährlich, versprochen. Als nächstes haben wir den Weißgoldturm. Ein Gedicht aus süßer Sahne, gekrönt mit einer Schicht aus Met, Lavendel und Drachenzunge. Und zum Abschluss haben wir für die tapfersten Seelen den Klippenrenner, der aus Feuerbranntwein, zyrodiilischem Brandy, Flynn und Suyama gemischt wird. Der Klippenbrenner. Das ist ja sehr interessant. Kannst du mir etwas über diese Diebesgilde, die hier haust, erzählen? Die sind Ungeziefer. Abschaum. Leute wie die machen diese Stadt zu einem so furchtbaren Platz zum Leben. Aha. Wie passend, dass sie im Rattenweg mit dem Rest des Mülls leben. Bitte was? Was für ein Rattenweg? Widerwärtig. Verfallene Kanäle voll mit... Ich will gar nicht darüber nachdenken. Mhm. Es gibt einen Eingang unten beim Kanal, aber von dem würde ich euch dringend abraten. Das ist das Gebiet der Diebesgilde. Interessant. Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Ach cool, du hast doch Zaubertränke. Da haben wir die Spezialitäten. Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rifton gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch drei makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Aha, naja, ich sag mal so, ich hab nicht viel zu tun gerade. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet,
Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu bitten. Ich danke euch. Ich brauche aber erst ein bisschen mehr Informationen. Jeder argonische Hochzeitsring muss mit 3 makellosen Amethysten ausgestattet sein. 2 der Edelsteine, die beiden äußeren, stehen für das Hochzeitspaar. Einer für den Bräutigam, einer für die Braut. Mhm. Der Amethyst in der Mitte steht für die Hist, die für alle Argonier ein heiliger Teil unseres Lebens sind. Naja. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Ja, kein Ding. Erando, hör bitte auf, mir immer dazwischen zu labern. Das ist ja schrecklich. Und wieso steht ihr hier so rum? Da hör bitte raus. Dankeschön. Oh Mann, ich muss echt mal nach diesem anderen Mod gucken, der mir empfohlen wurde. Dass die NPCs bzw. meine Begleiter mich nicht andauernd zulabern. Der hat's ja eigentlich. Wenn ihr etwas habt, das ihr zu einem fairen Preis verkaufen wollt, mir gehört der verpfändete Pfifferling drüben beim Markt. Er besteht aus Gold und trägt auf der Innenseite von Werdet Inschrift. Zum Tiger im Bett oder zertretet eure Feinde wie ein... So, warte mal. Ich möchte mal gerade etwas rekonstruieren. Diesem einen Typen, der hier lang gelatscht ist, der ist doch hier rumgelaufen. Lady Mjoll, wenn ihr einen Goldring in dieser Stadt verloren habt, werdet ihr ihn wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Ja, nach links hätte ich ihn ja sehen müssen. Der muss doch irgendwie hier lang gegangen sein. Hier geht's wieder hier rum. Wo ist denn dieser Typ, der mit mir reden wollte? Da unten irgendwo sitzt die Diebesgilde. Wo ist dieser Magier, der hier rausgestürmt ist? Willkommen in Rift und Heimat der Diebesgilde. Hier bekommt ihr sie. In Wahrheit sind sie bloß Gauner und Abschaum, die sich im Land bringen. Wie die mich alle zulabern, obwohl ich den Mod dagegen installiert habe. Ich glaube, ich muss echt mal andere Mods ausprobieren. Wo ist denn dieser Magier? Ist er das da? Nee. Unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxen. Die besten Preise und die höchste Qualität. Ich habe gehört, dass sich in Rifton das schlimmste Gesindel vom ganz Himmelsrand herumtreibt. Ach, die Tüsse war also nicht. Bekommen wir dort keinen Ärger. Schneeschuhanwesen. Aha, gehen wir mal rein. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Nee, ich suche keinen Ärger. Hi. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Indem du mir etwas über Talos erzählst, vielleicht? Er ist der Bewahrer aller Völker, der Drache des Nordens, Schutzheiliger aller Nord. Drache? Und trotz der Kaiserlichen und ihres Vertrages wird er immer einer der 9 Göttlichen bleiben. Ein gläubiger Nord würde lieber im Kampf fallen und die Erde mit seinem Blut tränken, als dem Kaiserreich zu erlauben, Talos Namen aus der Liste der Gottheiten zu streichen. Aha. Talos ist Teil unserer Kultur. Er ist Teil unseres Erbes und unserer Tradition. Er verkörpert Himmelsrand. Wenn einem all dies so plötzlich genommen wird, ist das, als würde man jemanden verlieren, der einem sehr nahe steht. Das Kaiserreich hat mir schon die Tochter genommen. Aber bei Talos, unsere Heimat, werden sie nicht bekommen. Was ist denn mit deiner Tochter passiert? Ich habe unsere Tochter Lilia zur Heilerin erzogen, auf dass sie sich eines Tages um den Schrein des Talos kümmern und mich als Priesterin des Talos ersetzen möge. Aha. Als die Kämpfe um das Weißgold-Konkordat ausbrachen, lief sie weg, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Sie trug das Feuer ihres Vaters in sich. Wie konnte ich da Nein sagen? Sie ist da draußen gestorben, nachdem sie nur wenige Monate lang die Wunden der Soldaten versorgt hatte. Wir haben ihre Leiche nie gefunden. Das Kaiserreich hat alle Toten verbrannt. Das tolle Kaiserreich. Schütze euch. Das tolle, tolle, tolle Kaiserreich. Mir geht jetzt besser.
Okay. Ihr geht jetzt besser. Ja, du musst mich dafür schon durch die Tür lassen. Das kann ich nicht gehen. Ich kann mich ja nicht durch die Wände porten. Interessant, was man hier so fährt. Wo ist denn dieser Magier hingegangen? Das würde mich ja mal interessieren. Hier ist noch eine, hier ist noch eine andere Herberge. Gucken wir hier mal rein. Kann ich euch helfen? Hi. Was gibt's denn hier zu glotzen? Ich habe gehört, dass sich in Rifton das schlimmste Gesindel von ganz Himmelsrand herumtreibt. Boah, ganz ehrlich, halt keinen Ärger. Die verdammte Fresse. Könnt ihr nicht an meinem Rüstungsstand auf dem Markt vorbeikommen? Oder wollt ihr unbedingt trainieren? Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall. Ihr findet mich auf dem Markt, wenn ihr den besten individuell gefertigten Schmuck in ganz Himmelsrand sucht. Stellst du ihn selber her oder kriegst du den irgendwo weg? Jawohl. Leider bin ich einer der letzten traditionellen Saxliel-Juweliere in Tamriel. Unser Handwerk gerät langsam in Vergessenheit. So, was ist das denn hier? Das einzige Problem ist, dass ich schwer an Materialien komme. Die Straßen zu den Minen und den anderen Städten sind übersät mit Banditen und Schlimmerem. Wärt ihr interessiert daran, ein wenig Material für mich zu sammeln? Ich würde euch auch sehr gerne dafür entlohnen. Das klingt sehr interessant, mein Lieber. Danke sehr, Landläufer. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. Mhm. 2 makellose Saphire, einen Mammutstoßzahn und einen Klumpen Golderz. Gar kein Problem. Easy Passt Gold. Auf euch auf, Landläufer. Sag mal, hast du Spacken mich hier? Ey, sag mal. Sie sind hier wunderschön. Solltet ihr auf dem Markt vorbeikommen. Erinnert mich an den Herbst daheim. Ich handle dort mit Spezialitäten aus Morrowind. Was? Da? Ich will hier raus. Alter. Ja. Das war absolute Frechheit. So, kann es sein, dass es irgendwie schon arg dunkel ist? Ich erinnere mich in Riften eigentlich an irgendetwas. Das würde ich hier gerne machen. Warte mal, was war denn mit dir nochmal? Warte mal, Verschiedenes. Da. Unterhalte dich mit Saphir über Scharz Schulden. Hi. Ja, was habt ihr für ein Problem? Diese Schulden, wir müssen uns da mal unterhalten. Ich wusste, dass der dumme Junge eine Möglichkeit finden würde, sich aus seinen Schulden zu stehlen. Das ist doch ganz einfach. Ich habe ihm etwas Gold geliehen, er hat versprochen, es mir zurückzuzahlen und nun sagt er sei blank. Das ist schon alles. Ich bezahle für ihn oder antworte mir. Wir wissen beide, dass das ein abgekatertes Spiel ist. Ja. Aber hundertprozentig. Hey, komm, ne? Du hast ihn doch verarscht. Gib's doch zu. Also schön. Ich habe an seiner Lieferung wohl genug verdient. Da brauche ich keine Zeit mehr damit zu verschwenden, einen Stalldiener zu bedrohen. Sagt Chadre, wir seien quitt. Ich hoffe, wir laufen uns wieder einmal über den Weg. Willkommen im Bienenstich, mein Herr. Geht Lasst doch. Mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten anbieten darf. Ich habe gehört, dass sich in Rifton das schlimmste Gesindel von ganz Himmelsrand herumtreibt. Ich erinnere mich hier an irgendetwas, aber... ich glaube, du bist es, den ich gesucht habe. Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück ist sie käuflich. 500 Gold? Warum sich... mit zufrieden geben, seine Gegner einfach zu erstechen, wenn man sie bei lebendigem Leib in einem arkanen Flammenmeer verbrennen kann. Masurio, dich habe ich hier ehrlich gesagt gesucht.
Du würdest doch wunderbar zu unserem Begleiter Erando und Madame Feueratronach passen. Aber erstmal, warte mal, ich sollte hier vielleicht mal irgendwie pennen. Hey, hallo, ich möchte ein Zimmer mieten. Wenn ihr Münzen dabei habt, seid ihr hier willkommen. Andernfalls solltet ihr gehen. Ja, ich hätte gern ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Dankeschön. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ja, ich laufe dir nach. Ja, was wollt ihr? Wenn es um die Brauerei geht, können wir uns später unterhalten. Was für eine Brauerei? Ich will hier pennen. Ich bin müde. Ah, da jetzt noch runter, wenn ich durch diese Tür da irgendwie kommen würde. So, welches ist es denn? Das hier? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Jojo, danke. So, wir machen mal die Tür hier zu. Nee, Erando, jetzt sind wir ganz unter uns. Ich würde erst mal sagen, ich schlafe. Wir haben so spät. Wir schlafen mal so 7 Stunden. Ja, warte mal, ich glaube, das war ein bisschen kurz gerade. Ich lege mich mal nochmal 2 Stunden hin. So. Oh, erstmal frühstücken hier. Was gibt's denn heute Schönes? Essen. Baked Potato. Ja. Ich würde erstmal sagen, ein Brot. Oder noch ein Brot mit ein paar Kartoffeln. Das klingt sehr gut. So, das essen wir mal. Knallen wir uns mal eine Pulle. Na, wobei, knallen wir uns eine Pulle Wein rein. Was trinken wir denn? Wir haben gar nicht mal wenig zu essen, ne? Hier, komm, ein Nordmet. Haben wir noch irgendwie Wein? Ja, komm, und noch eine Pulle davon. So, hier. Sehr gut. So. Wir sind frisch gestärkt, will ich mal meinen. Und du, mein Lieber, du kommst jetzt mit. Ich habe gehört, dass meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück ist sie käuflich. Das finde ich sehr gut. Dann komm mal mit. Du bist angestellt. Mit einem Meister der Magie an eurer Seite habt ihr nichts zu befürchten. Das will ich auch hoffen. Dann mal los. Ja, dann komm. So, dann wollen wir mal den Quest abgeben, sage ich mal. So, laufen wir jetzt bald auch brav hinterher. Tja, nun sind wir offiziell zu viert. Ingo Inkompetent, Erandur und Marsurio. Sowie natürlich Madame Feueratronach, die ich immer mal wieder beschwöre. So, wie ist es nochmal der Typ, zu dem ich jetzt wieder hin muss? Er hieß... Chadre, wo ist er denn? Der steht doch hier, stand der nicht letztens hier an dieser Brücke? Wo ist denn Chadre? Wie sah der eigentlich nochmal aus? Oh, hier ist dieser Maria. Hi. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Sorry, ich habe dich mit jemandem verwechselt. Tja, wo ist dieser Typ? Talos segne euch, mein Kind. Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein dreckiger Bettler. Warum solltet ihr schon mit mir reden wollen? Oh, Alter, was willst du denn? Ins Reich des Vergessens sollt ihr fahren. Ihr alle, ihr reichen Mistsäcke, die ihr an uns vorübergeht und so tut, als existierten wir nicht. Wie könnt ihr es wagen?
Ganz ehrlich, hier in dem Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Tausende von Jahren. Lest die Gedanken. Geschenk aus Nächsten, die ihm zugefügt. Ja. Wo ist denn dieser? Da hinten kommen jede Menge Truppen. Schattere. Wo ist der denn? Verpasst die Gelegenheit nicht. Kauft eine Flasche meines echten Falmerblut-Elixiers. Bin ich blöd? Wo ist der denn? Da hinten kommt eine Wache. Ist der irgendwie hier drin oder wie? Habe ich den irgendwie übersehen? Ne, hier drin ist absolut niemand. Das gibt's doch gar nicht. Schadre, schadre, schadre. Ja, warte mal. Du bist doch ein Schmied, oder? Wollt wohl sehen, wie Balimond wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, ha? Hier gibt es schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsamen Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Aha. Beeindruckend. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Ich kümmere mich drum. Wirklich? Danke. 10 Prisen Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. 3 von 10 habe ich schon. Wo finde ich denn diese Feuersalze? Feuersalz müsstet ihr im Körper von Feuer Atronachen finden. Das sind gefährliche Wesen, die von Zauberern beschworen werden können. Es wäre natürlich einfacher, einen Alchemisten zu fragen. Sie verkaufen sie manchmal. Das ist interessant. Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, werden sie einen anderen Ton anschlagen. Naja, stimmt. Was soll man als Schmied schon anderes machen? Es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Ich weiß blöderweise auch gar nicht mehr, wie dieser Schadra aussieht. Erlernt im Nu das Wissen ganzer Bibliotheken. Unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxe. Tja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe den Typ von seinen Schulden befreit. Kann ich euch helfen? Ja, ich suche jemanden. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn dieser Typ? Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Wollen mich hier eigentlich alle verarschen? Wie neblig das auf einmal ist. Okay, gehen wir doch mal hier nach unten. Hier unten muss irgendwo der Eingang zur Diebesgilde sein. Elgrims Elixier. Gehen wir mal rein. Ich bin recht beschäftigt, aber wenn ihr irgendwelche Tränke oder Zutaten braucht, dann sagt einfach Bescheid. Ja, was? Hä? Von wo kam das denn gerade? Ach lol. Aha. Tut mir leid, ich dachte gerade über meine Experimente nach. Ich habe gehört, dass sich in Rifton das schlimmste Gesindel von ganz Himmelsrand herumtreibt. Waren es nun 2 Teile Riesenflechte oder 3, hm? Hm.
Pilgrim. Hi. Seid ihr hier, um Unterricht zu nehmen, so wie Ingun? Oder wollt ihr etwas kaufen? Sag mal, ich habe mal so eine Frage. Dieses Geschäft hier. Wieso befindet sich das hier unten? Die Luftfeuchtigkeit ist besser für die Zutaten. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag frische Nirnwurz oder das Fett gemalter Trolle geliefert. Das Wasser holen ist auch viel einfacher, wenn der Kanal direkt vor der Tür liegt. Außerdem ziehe ich die Stille vor. Dieser Laden ist nicht zum Stöbern da. Kommt rein, kauft euch, was ihr braucht und verschwindet wieder. Hast du Feuersalze? Werf deinen Blick darauf. Zutaten. Frostsal... Wow. Wie gut, dass ich das nicht suche. Salz, bla bla bla. Das ist natürlich nicht das, was ich suche. Das ist echt nicht, das ist nur Frostsalze. Was hast du denn so für Bücher? Giftrezept Lähmung. Zaubertrankrezepte Blitzresistenz. Ich glaube, das kenne ich das nicht schon. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ja. Wiedersehen. Es hat hier schon besser. Warte. Was? Ich komme nicht durch. Ey. Hallöchen. Heute bin ich mit meinen Gedanken ganz bei meinen Experimenten. Was brauchtet ihr doch gleich? Wo ist eigentlich... Hä? Ach, da ist Masurio. Tja, ich würde mal sagen, wir gucken uns hier unten mal ein ganz klein wenig um. Ganz Himmelsrand. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Was haben wir denn hier zum Beispiel? Aha. Eine abgeschlossene Bude. Seltene Schmuckstücke und die schönsten Kuriositäten aus Kauf und Verkauf ist das denn hier? Der Rattenweg. Hier ist der Rattenweg also. Ne, da möchte ich nicht unbedingt rein, wenn ich ehrlich bin. Jetzt bin ich wieder hier oben. Leck mich doch am Arsch, wo ist denn dieser Spasti, ey? Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Das ist die Schmiede, nehme ich an. Versenkter Hammer. Aha, gehen wir mal rein. Wer bist du denn? Kennt ihr Balimund? Ich bin sein Lehrling. Er bringt mir alles über das Schmieden bei. Cool. Naja, hier möchte ich gerade nicht herumschnüffeln. Erandor, halt die Fresse. Tja, okay, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Es sei denn, ich laufe diesem Shadre hier jetzt irgendwie noch über den Weg gerade, aber der steht hier scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier hinten? Aha. Vier Tomaten. Die nehmen wir uns mal mit, ne? Interessant. Hier kann man einbrechen ganz gut. Torexperte, ja, verstehe, okay. Hier haben wir einen kleinen Friedhof, wie es aussieht. Na,
Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Talos möge euch leiten. Schon alles gut. Ich wollte mich hier nur gerade umsehen. Hier kann ich überall rein. Was ist das hier? Ja? Ist was? Das hier ist echt nicht so mega groß, ne? Oh, da scheint es zum Jahr zu gehen. Gehe ich jetzt mal einfach stark von aus. Da hinten geht es wieder raus. Was ist hier? Naja, ich würde sagen, in Riften werden wir uns dann das nächste Mal ein bisschen umsehen. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen gewachsen. Unser Team hat sich vergrößert. Wir sind nun, während ich hier noch ein bisschen aufsammeln, wir sind nun zu viert. Erandur, Max Zurio, Madame Feuertronach und ich, Ingo Inkompetent. Und wie es in Riften weitergeht, das sehen wir nächste Folge. Ciao!